Bevor wir nun unser Programm auf den Osobot spielen, müssen wir diesen erstmal kalibrieren. Das heißt, die Sensoren müssen erkennen, was farbig ist und was nicht. Dafür gehen wir hier auf diesen Blitz, den wir links unten finden, und müssen kalibrieren. Da gibt es ein Get Help, also eine Hilfestellung, wie man das macht. Zunächst einmal ist es wichtig, dass man seinen Bildschirm auf 100% Helligkeit einstellt, dass man den Osobot auf den weißen Kreis stellt und dass man den Anknopf für 2 Sekunden drückt, bis das Licht weiß blinkt. Während der Kalibrierung muss der Osobot grün leuchten. Wenn die Kalibrierung nicht funktioniert hat, leuchtet der Osobot rot. Nach der Kalibrierung muss natürlich jetzt unser geschriebenes Programm auf den Osobot drauf. Und wir haben hier ein weißes Feld, wo der kalibrierte Osobot einmal angeklickt wird, dass er angeht. Und dann drückt man auf Load Bit. Und ihr seht, dass das Programm übertragen wird. Während der Übertragung ist es wichtig, dass der Osobot grün leuchtet, damit das Programm auch drauf ist. Nachdem das Programm nun erfolgreich auf dem Osobot gespeichert ist, drückt man schnell einen Doppelklick auf den Osobot und schon wird das Programm gestartet.